Am 6. September 1946 hielt der damalige US-amerikanische Außenminister James F. Burns eine bedeutende Rede in Stuttgart. Diese Rede ist als die sogenannte Rede der Hoffnung in die Geschichte eingegangen und in diesem Video möchte ich euch diese Rede einmal im Wesentlichen vorstellen. Denn diese Rede ist durchaus bedeutsam im Hinblick darauf, was eigentlich die USA mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg vorhat. Und deswegen will ich euch also auch diese Rede hier in diesem Video vorstellen und ich hoffe dann, dass ihr am Ende des Videos auch versteht, warum diese Rede als Rede der Hoffnung im deutschen Sprachraum in die Geschichte eingegangen ist. Bevor ich mit dem Inhalt dieses Videos beginnen werde, möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass dieses Video Teil einer Videoreihe ist. Und zwar heißt die Videoreihe Deutsche Geschichte zwischen 1945 und 1949. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu allen Teilen dieser Videoreihe angegeben. Damit können wir jetzt einsteigen. Diese sogenannte Rede der Hoffnung ist im Deutschen die Rede der Hoffnung. Im Englischen ist im Titel nichts dergleichen zu finden. Also da ist nicht von Hope die Rede, sondern die Rede heißt im Original Restatement of Policy on Germany. Und trotzdem also ist sie im deutschen Sprachraum als sogenannte Rede der Hoffnung eingegangen und wir wollen uns jetzt anschauen, was steht denn eigentlich drinne im Wesentlichen und wie kommt es dann also dazu, dass man von der Hoffnungsrede oder Rede der Hoffnung spricht. In diesem Video möchte ich es so handhaben, dass ihr hier oben die wichtigen Punkte seht, zu denen ich etwas sagen möchte und ihr findet hier unten im grau hinterlegten Teil auf jeder Folie Zitate, die diesen Punkt hier unterstreichen sollen. Manchmal sind die Zitate sehr lang, die zu diesem Punkt angeführt werden können und da ist es dann so, dass ich mich auf einen Teilsatz oder auf einen ganzen Satz beschränkt habe. Also da sollen dann nicht alle Teile der Rede aufgeführt werden, die zu diesem Punkt vorliegen, sondern ich will dann unten nur ein kurzes Zitat bieten. Ihr seht ja eine deutsche Übersetzung, ihr seht ja auch den Link, von wo ich es entnommen habe. Ihr könnt also diesen Redetext auch im Deutschen online nachlesen. Ihr könnt aber natürlich auch auf das englische Original zurückgreifen. Gut, dann steigen wir mal mit dem Inhaltlichen ein. Zunächst spricht Burns über im Grunde die Ziele und Hoffnungen, die die USA an sich haben. Also er spricht erst einmal über die USA und er sagt, dass die USA sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wie nach dem Ersten Weltkrieg isolieren könne. Das war ja das, was die USA nach dem Ersten Weltkrieg gemacht hatte. Aber im Grunde heißt es ja dort bei Burns, wir haben wohl oder übel lernen müssen, dass wir alle in einer Welt leben, von der wir uns nicht isolieren können. Also eine erneute Isolation lehnt Burns ab. Und es ist ja auch so, wie es hier auf dieser Folie steht, die USA hat ja auch die UN gegründet und das führt Burns auch an. Dieses Mal will sich die USA nämlich nicht zurückziehen von der europäischen Politik. Und damit ist auch im Grunde ein bisschen etwas gemeint, was man als Paradigmenwechsel bezeichnen würde. Und zwar galt vorher und auch immer noch 1946 die sogenannte Monroe-Doktrin. Diese Doktrin sagte im Grunde aus, dass sich die USA nur um die Belange auf dem amerikanischen Kontinent kümmern werde oder kümmern solle und nicht um die Belange in Europa. Man hält sich da gänzlich heraus. Aber nun nach dem Zweiten Weltkrieg ist es so, dass die USA sich ja auch ganz bewusst in die europäische Politik einmischen möchte. Also da gibt es einen deutlichen Standpunktwechsel, was die Außenpolitik betrifft. Und 1947 sollte es dann ja zur sogenannten Truman-Doktrin kommen, die dann auch nochmal die außenpolitische Ausrichtung der USA nochmal deutlich verändern sollte im Vergleich zur sogenannten Monroe-Doktrin. Und wer sich für die Truman-Doktrin interessiert, der sei auch auf die Videobeschreibung verwiesen, denn ich habe auch ein Video zur Truman-Doktrin gedreht und der Link zu diesem Video ist unten angegeben. Als nächstes erwähnt Burns, dass es das Ziel der USA sei, einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Also es soll nicht wieder wie nach dem Ersten Weltkrieg eine nur kurze Phase sein, in denen es keinen großen kriegerischen Konflikt gibt, sondern das Ziel ist tatsächlich, dass es einen dauerhaften Frieden geben solle. Unten findet ihr auch nochmal ein Zitat und ihr könnt ja das Video gegebenenfalls stoppen, wenn ihr es komplett durchlesen wollt. Dann kommt Burns doch sehr klar auf Deutschland zu sprechen und was er und was die USA von Deutschland wollen, beziehungsweise was sie im Auge haben, was mit Deutschland passieren solle. Zunächst einmal hält Burns an den vereinbarten Reparationen fest. Er sagt, sie werden weder erlassen, noch werden sie aber auch erhöht, selbst wenn es Deutschland besser gehen sollte. Aber wenn die wirtschaftliche Einheit der vier Besatzungszonen nicht erreicht werde, dann müsse eben das Industrieniveau angepasst werden. Das heißt mit anderen Worten, wenn die vier Besatzungszonen das deutsche Gebiet nicht einheitlich verwalten und nicht als wirtschaftliche Einheit ansehen, dann
muss eben, um dieser Reparationsleistung nachzukommen, dann muss eben Industrie geschaffen werden. Also man hatte ja eigentlich mit Entmilitarisierung und damit auch ein bisschen mit Deindustrialisierung begonnen. Nicht so, also dass alle Industriezweige in den Boden gestampft worden sind, aber es wurde zumindest die Industrieproduktion auch deutlich zurückgefahren. Aber die USA sagt, man müsse womöglich die Industrieleistung wieder anheben, wenn eben nicht alle Besatzungszonen an einem Strang ziehen. Und tatsächlich ist es so, auf der Potsdamer Konferenz, die ja bis zum 2. August 1945 ging und am 17. Juli 1945 startete, da war es so, dass sich eigentlich die Besatzungsmächte einig waren, Deutschland als wirtschaftliche Einheit zu sehen. Aber im Grunde wurde dieser Punkt nie wirklich umgesetzt. In jeder Besatzungszone wurde im Grunde das eigene Ding gemacht. Und gerade das Zusammenarbeiten mit der sowjetischen Besatzungszone gestaltete sich als sehr, sehr schwierig. Und deswegen also will die USA jetzt das wirtschaftliche Niveau seiner eigenen Besatzungszone anheben. Demzufolge also, wie es hier heißt, solle industrieller Fortschritt möglich sein. Und dann ist es etwas, was sehr wichtig und zentral ist. Burns spricht von der größtmöglichen Vereinigung der Zonen als Ziel. Das heißt dort in dem Zitat, und da steht unten: Wir treten für die wirtschaftliche Vereinigung Deutschlands ein. Wenn eine völlige Vereinigung nicht erreicht werden kann, werden wir alles tun, was in unseren Kräften steht, um eine größtmögliche Vereinigung zu sichern. Und im Grunde zeichnet hier sich das ab, was ja dann im Laufe der nächsten Jahre nach 1946 passiert ist. Die sowjetische Besatzungszone spaltet sich ab von den anderen Besatzungszonen. Die zieht ihr eigenes Ding sehr konsequent durch. Und es kommt ja gar nicht zur Vereinigung mit der sowjetischen Besatzungszone. Weder auf territorialer Ebene, dass ein Staat entsteht, ein deutscher Staat, und auch nicht auf wirtschaftlicher Ebene, dass ein gemeinschaftlicher Wirtschaftsraum entsteht. Zugleich ist diese Aussage, dass der industrielle Fortschritt möglich sein soll, auch eine Kritik an den Alliierten Kontrollrat, der ja eigentlich dafür sorgen sollte, dass die wirtschaftliche Einheit der Zonen geschafft werden sollte. Aber im Grunde scheitert der Alliierte Kontrollrat an dieser Aufgabe, und die Forderung der USA, dass die Zonengrenzen fallen müssten, zumindest für die Wirtschaft, die wird nur zunächst einmal von dem Vereinigten Königreich geteilt. Und so ist es zumindest so, dass sich schon die USA und das Vereinigte Königreich sich abgesprochen hatten zu dieser Zeit, dass sie ihre Zonen im Grunde bald zusammenlegen wollten. Und zum 01.01.1947 sollte dann ja auch die B-Zone entstehen, also ein gemeinschaftlicher Wirtschaftsraum von der amerikanischen und der britischen Besatzungszone. Weiterhin gibt es jetzt Punkte, die Burns für Deutschland ganz konkret fordert. Und zwar gibt es gewisse Dinge, die zentral verwaltet werden müssen, damit es in Deutschland bergauf geht. Zum Beispiel sollte es eine gemeinsame Finanzpolitik geben, um gegen die Inflation, die vorherrschte, vorzugehen, um auch eine Hyperinflation zu vermeiden. Das Nachrichtenwesen, das Postwesen und auch das Verkehrswesen sollten nicht in den Zonen beschränkt bleiben, sondern sollten zonenübergreifend koordiniert werden. Es sollte eine Verwaltungsstelle für die Landwirtschaft geben und es sollte auch eine Verwaltungsstelle für Industrie und Außenhandel geben. Und damit war Folgendes angedacht: Mit solch einer Verwaltungsstelle sollte es Deutschland möglich sein, Kohle und Stahl zu exportieren. Und durch diese Einnahmen sollte eben das deutsche Gebiet in der Lage versetzt werden, auch für Nahrungsmittel zahlen zu können. Denn es gibt ja natürlich nach dem Krieg Nahrungsengpässe und es ist auch sehr kostspielig für die Besatzungsmächte, die Nahrungsversorgung sicherzustellen. Und mit solch einer zentralen Verwaltungsstelle sollte nach Burns es möglich sein, dass Deutschland Geld generiert durch Exporte und dadurch einen Teil dieser Kosten auch übernehmen könnte, die ja aufgetreten sind für die Nahrungsversorgung für die Besatzungszonen. Dann ist aber noch etwas ganz Zentrales noch ausgesagt und dadurch wird diese Rede zur sogenannten Rede der Hoffnung, denn Burns stellt eine vorläufige deutsche Regierung in Aussicht. Und er sagt auch, wie es hier im Zitat steht: Es war jedoch niemals die Absicht der amerikanischen Regierung, dem deutschen Volk das Recht zu versagen, seine eigenen inneren Angelegenheiten wahrzunehmen, sobald es in der Lage sein würde, dies auf demokratische Art und unter aufrichtiger Achtung der Menschenrechte und grundsätzlichen Freiheiten zu tun, pardon. Und damit sagt Burns nichts anderes, als dass es doch bald wieder einen deutschen Staat geben solle. Und das war natürlich etwas, das gerade für die Menschen in den Besatzungszonen sehr wichtig war, dass sie das wissen.
dass sie im Grunde auch wissen, was soll denn jetzt eigentlich passieren? Denn direkt nach dem Zweiten Weltkrieg waren sich die Besatzungsmächte noch nicht einig gewesen, was aus den Besatzungszonen werden sollte. Und auch zum Zeitpunkt der Rede ist es noch keinesfalls so, als gäbe es einen gemeinsamen Plan. Im Gegenteil, die Franzosen sind sehr kritisch, was solche Pläne für einen deutschen Staat betrifft. Die Sowjetunion ist auch sehr kritisch, was die Pläne betrifft. Sie will ja am liebsten einen Einfluss über das ganze deutsche Gebiet haben. Aber die USA macht hier einen ersten Schritt hin zu einem deutschen Staat. Und das ist also etwas, was diese Rede zur Rede der Hoffnung macht. Was Burns jetzt sagt, ist, dass ein Nationalrat entstehen solle aus den Ministerpräsidenten der einzelnen Länder, die gebildet worden sind, beziehungsweise die dann noch 1947 zum Schluss gebildet werden. In der französischen Besatzungszone wird nämlich noch ein Land gebildet und Bayern wird auch noch erst im Dezember 1946 gegründet. Und dieser Nationalrat also soll aus den Ministerpräsidenten der Länder oder aus anderen leitenden Beamten bestehen. Diese sollen dann zum einen Verwaltungsaufgaben übernehmen, aber sie sollen dann zum anderen auch eine Verfassung ausarbeiten. Das ist das Ziel, das die USA hier mit dieser vorläufigen deutschen Regierung verfolgt. Dann gibt es zu guter Letzt noch ein paar territoriale Bestimmungen. Und zwar ist dort erst einmal zentral zu nennen, dass Deutschland ohne Österreich gebildet werden solle, also im Grunde eine kleindeutsche Lösung, wenn man das in diesem Begriff fassen möchte. Also es soll nicht so sein, dass Deutschland und Österreich wieder zusammengefügt werden sollen. Es sollen also zwei Einzelstaaten sein. Dann soll das Saarland unter französischer Verwaltung fallen und das Ruhrgebiet und das Rheinland, die sollen nicht internationalisiert werden, wie es zum Beispiel die Hoffnung der Franzosen war. Da heißt es unten in dem Grauen sieht man es ja als Zitat: Soweit den Vereinigten Staaten bekannt ist, wünscht die Bevölkerung des Ruhrgebiets und des Rheinlandes, mit dem übrigen Deutschland vereinigt zu bleiben, und die Vereinigten Staaten werden sich diesem Wunsch nicht widersetzen. Also somit durchkreuzt diese Aussage im Grunde die Pläne, die Frankreich hatte. Damit sind wir jetzt auch am Ende dieses Videos angelangt, denn das sind die wesentlichen Punkte dieser Rede. Vielleicht noch eine Anmerkung, was die US-Politik in ihrer Besatzungszone betrifft. Im Jahre 1945 galt zunächst einmal die Direktive JCC, also JCS 1067, und die sah so aus, dass keine Maßnahmen getroffen und durchgeführt werden sollten, um die deutsche Wirtschaft zu stärken, aber ab dem Juli 1947 wird es dann komplett im Grunde in den Hintergrund gestellt und abgelöst. Da gibt es A Report on Germany von Lewis Brown auf Initiative des Militärgouverneurs Lucius D. Clay. Und dann ist es 1948 so, dass Deutschland, also die deutsche Besatzungszone der USA, auch Teilhaber an den Geldern des Marshallplans wird oder Marshallplans wird. Und 1,4 Milliarden US-Dollar werden an Deutschland gezahlt, wobei allerdings 1953 1,1 Milliarden von Deutschland zurückgezahlt werden. So viel also noch als Ergänzung zu dieser Rede. Zu guter Letzt will ich euch noch hier den Überblick über die Videoreihe zeigen. Das sind alle Teile, die die Videoreihe Deutsche Geschichte zwischen 1945 und 1949 ausmachen. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu allen Teilen dieser Videoreihe angegeben.